Hallo, ich erkläre euch heute den Umgang mit der professionellen Schutzausrüstung. Die besteht zum einen aus der Mund-Nasen-Maske, aus einer Schutzbrille, was heute meine Sonnenbrille symbolisiert, einer Haube, die ist jedoch nur empfohlen und nicht dringend notwendig. Die schulen wir aber jetzt einfach zum richtigen Umgang mit. Ein Schutzkittel. Und einmal Handschuhe. Das richtige Anlegen erkläre ich jetzt, sobald die Monika den Platz gewechselt hat. Wichtig zu beachten ist, dass man seine Hände vor der Anlegung nochmal desinfiziert, beziehungsweise man könnte sie jetzt auch am Handwaschbecken waschen. Da wir das jetzt hier nicht im I-Tüpfel haben, mache ich das mit dem Desinfektionsmittel. Als Gedankenstütze kann man sagen, man beginnt immer von Kopf bis Fuß. Das heißt, ich fange oben an mit dem Anlegen der Schutzausrüstung. Das betrifft zuerst die Haube. Dazu binde ich mir die Haare zusammen. Um möglichst alle Haare unter der Haube zu verdecken. Leg die an, weiter runter in die Stirnzehen, über die Ohren und hinten unterm Haaransatz. Als allernächstes nimmt man die Mund-Nasen-Maske, die mit der weißen Seite immer nach innen zeigt. Und ich nehme die Maske nicht am Papierteil, sondern immer an der Schlaufe bzw. am Gummiteil. Und versuch sie auch nur dort anzufassen und zieh sie dann über. Das kann ich über die Haube machen, das kann ich unter der Haube machen, das ist egal. Dann den Nasenrücken andrücken, dass die Mund-Nasen-Maske möglichst geschlossen am Gesichtsfeld anliegt. Unten darauf achten, dass der Mundschutz unterhalb des Kinns sitzt, um möglichst das Entweichen von Keimen zu verhindern. Zum Schluss setze ich mir die Sonnenbrille oder eben den Brillenschutz auf. Und jetzt habe ich mir mehrmals ins Gesicht gefasst, deswegen fange ich nochmal an, meine Hände zu desinfizieren. Jetzt darf man sich diesen Kittel nehmen, das ist jetzt in Ordnung, überall den anzufassen, da man seine Hände ja jetzt gereinigt hat. Die Schutzkittel haben alle Bünde an der Hand, um auch dort Keime zu verhindern einzudringen. Dann bindet man den Schutzkittel hinten zusammen. Und auch unten an der Hüfte nochmals hinten zusammenbinden. Und zum Schluss die Handschuhe anziehen und über die Bünde schieben. Es macht Sinn, als ersten Handschuh einen sehr eng anliegenden Handschuh anzuziehen, dass man sich in der Krankenstation eventuell 2 oder 3 Lagen drüber ziehen kann und nicht immer alles wieder ausziehen muss. Denn jetzt kann ich immer diese Handflächen desinfizieren, lege mir neue Handschuhe an in der Pflege, wenn ich die abziehe, muss ich die nur wieder desinfizieren. Jetzt ist das System geschlossen, man kann nur mehr kontrollieren, ob alles gut anliegt, vielleicht auch die Kollegen überprüfen und so müsste man gut arbeiten können.